Heute ist der bundesweite Vorlesetag. Für mich als ehemaliger Lehrer selbstverständlich, dass ich mitmache. Ich habe mir Emil und die Detektive ausgesucht. Das Buch habe ich früher selbst gelesen und das werde ich jetzt hier in der Grundschule auf der Ems vorlesen. Und hier in der hauseigenen Bibliothek der Grundschule in Iserlohn sind die Dritt- und Viertklässler auch schon ganz gespannt. Können es kaum abwarten, dass Thorsten Schick, CDU-Landtagsabgeordneter, endlich vorliest. Dann geht's los. So, sagte Frau Tischbein, also das ist die Mutter von Emil, und nun bringe mir mal den Krug mit dem warmen Wasser nach. Sie selber nahm einen anderen Krug. Emil und seine Mutter Frau Tischbein, die kommen gut an bei den Grundschülern, denn so ein Vorlesetag hat für die kleinen Leseratten seine Vorteile. Weil man auch dann über die Bücher was erfährt und manchmal da kriegt man auch Lust, das dann zu lesen. Ich freue mich immer wieder darauf, wenn wir den haben, weil ich lese eigentlich gerne, aber ich habe meistens nicht so viel Zeit dafür. Im Film kannst du schon manchmal alles voraussagen und im Buch ist das halt spannend. Dass der bundesweite Vorlesetag hier in der Iserlohner Grundschule auf der Ems so gut ankommt und die Kinder sich für Bücher begeistern, ist eher eine Ausnahme für Holger Klatte vom Verein Deutsche Sprache. Denn immer öfter bleibt das Buch zu. Studien haben ergeben, dass 42% der Kinder heute überhaupt kein Buch mehr in die Hand nehmen und das Lesen mehr oder weniger oder das freiwillige Lesen in der Freizeit mehr oder weniger verlernt haben. Und das ist eine Entwicklung, die wir natürlich aufhalten müssen, auch mit so einem Vorlesetag. So sieht das auch der Iserlohner CDU-Landtagsabgeordnete Thorsten Schick. Und deswegen liest er den Kleinen die Geschichten von Emil und den Detektiven vor. Ich bin aus Neustadt und komme gerade vom Bahnhof. So, aus Neustadt. Und dafür erntet er am Ende auch einen dicken Applaus. Das Vorlesen hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die Kinder stellen sich, wenn man vorliest, eine eigene Welt vor, bemühen ihre Fantasie. Und wenn dadurch so ein bisschen die Begeisterung für das Lesen geweckt wird, dann hat sich das heute wirklich gelohnt.